Und damit begrüße ich euch zurück zu einer weiteren, beziehungsweise zur ersten regulären Folge von Jagged Alliance Rage. Und jetzt gehen wir auch ins richtige Spiel. Also nicht nur Vorbereitungen wie in der nullten Folge. So, Jagged Alliance Rage ist ein rundenbasiertes Spiel. Alle Aktionen kosten Aktionspunkte. Sie können also, oder unsere Söldner können wechseln zwischen Rennen, Schleichen. Dazu müssen wir die Y-Taste drücken. Oder Side-Maus-Button. Ja, gucken wir mal. Ja, Rennen verursacht Geräusche. Und um sich umzugucken, also wahrscheinlich um die Karte zu bewegen, WASD. Beziehungsweise L oder Y. Ist sogar für die Konsole gemacht, okay. Switch to run now and move your cursor to the marked position. Okay. Also WASD. Okay, ich switche. Achso, hier ist Rennen. Und hier ist Sneaken. Okay, jetzt rennen wir und kommen dementsprechend weiter. So, und da sieht er auch diese Kreise. Das sind wahrscheinlich die Noise-Punkte. So, in dem Bereich würden wir gehört werden. Move to the position. Gut, weiter geht's. Wir sollen weiter rennen, ja? Aber das... Da erkennen die uns oder da hören die uns nicht? Come on. Good. Now there's your old clothes behind this door in the locker. I have a key, but you must be quiet. There are soldiers everywhere. Oh shit, here they are. But you are trained soldiers, aren't you? You need to take them out, quietly. Sneak to the position, otherwise you'll make a noise. Alles klar, Sneak Mode und Stealth Kill. Ja, wenn wir schleichen, dann machen wir keine Geräusche. Ja, ist ideal, um hinter Gegner zu kommen. Und wenn sie uns hören, würden sie uns umdrehen. When you attack, move your bare hands to the enemy has not seen you perform a stealth kill. Also wir können quasi den lautlosen Kill machen, wenn wir hinter denen stehen. Later in game, you'll be able to lure enemies into traps by whistling or throwing objects. Also wir können später ja, Fallen stellen, indem wir Leute mit Pfiffen anlocken oder Sachen auf die werfen. Und wir ja, müssen jetzt erstmal den Sneak-Modus und... And now the other one. Come on. Good. Now, kill him from behind. Ja, yeah, machen wir. So, dazu gehen wir nach hinten. Hier unten sehen wir übrigens die Aktionspunkte. Also, wir haben hier 12 Aktionspunkte mit Dr. Q. Dann haben wir verschiedene Sachen. Die Tigerkralle. Wir können pfeifen. Wir können go prone. Achso, uns hinlegen. Chi-Flow und Chi-Heal. Also, wahrscheinlich noch so Spezialfähigkeiten, die nur in, ja... Sachen oder nur Runden passieren, wo nichts ist oder wo wir keine Gegner sehen. So, wir schleichen jetzt mal gegen. Kill the soldier silently. Ach so. Sneak and kill. Wir können auch gleich auf. Kill the other guy, but without making a noise. Melee Attack und ach so, dann wird er automatisch quasi an den nächstgelegenen Gegner quasi justiert. Das ist okay. So, Stealth Great. Kill. Nobody heard a thing. Now, search the bodies and grab anything you find useful. And check that locker for your clothes. Yeah. When both of you are done, return back to me. Yeah. Remember, work as a team. And don't forget your clothes, please. Ha! Yeah. All enemies carry loot and you can find also find objects like boxes and cases that contain something. To pick it up, move your cursor over the body or object and confirm. Sometimes there's more... that you can do with objects or items. If that's the case, you'll see an interact hint button on the screen. You can switch between mercenaries by left... Achso, tap. Tap-Taste, okay. Ready. So be it. Ready. It is time. Okay, also wir looten erstmal. Mit Linksklick wahrscheinlich. Und wir sehen, er hat dabei Dirty Drinking Water. Packen wir mal an unser Equipment. Und werden dann die... Box hier looten. So, da sind wir wieder angezogen. Sehr schön. So, dann looten wir ihn hier auch noch. Er hat... Was? Achso, Bandages. Okay, das passt ja ganz gut zu Dr. Q. So, dann switchen wir zu dir. Achso, da sind ihre Sachen drin. Und da ist er auch fully ausgestattet. Rubber Duck liegt da noch rum. Das werden wir uns auch holen. What's this? Bizarre.
Maybe I can keep it as a souvenir. Ja, jetzt wird er das wahrscheinlich gesehen haben. Und wie kann ich die Runde beenden? Mit D wahrscheinlich. Nee. End turn, da. Backspace. Was? So be it. Mit Backspace. Okay. Eine Quietschente. Nehmen wir mit. Because we can. Good to go. So, dann beenden wir die Runde. Ready. Und gehen auf unsere Position. Jetzt okay, rennen. Grab some guns, but don't shoot unless you have to. You don't want to draw unwanted attention. All right, enough talk. We need to get going. Follow me. Puh, okay. Also, grab all your weapons. Come on, run to the position. Okay, dann rennen wir mal vor. And now the other one. Come on. Move to the position. So, erstmal ganz kurz. Wie kann ich denn ins Inventar gucken? Auf I. So, wir haben eine Beretta 92 Pistol mit mit zwei Schuss. So, Stabilität, ja, Schaden 2 bis 2, Aim-Bonus pro AP 18%. Die optimale Reichweite sind 5 Felder. Armor Penetration ist 0, also, ja, Rüstungsdurchdringung. Und wir könnten upgraden ein größeres Magazin und einen Schalldämpfer. Und er hat noch ein First Aid Kit dabei, okay. Good to go. So, sie hat auch eine Beretta 92 mit den gleichen Eigenschaften. Ansonsten nix, ja, Schutzrüstung nicht. Wir sehen hier die Gesundheit, hier die Hydration, Immunsystem. Genau, das sind auch noch zwei Sachen, die in dem Spiel vorhanden sind. Also, Leute müssen hier regelmäßig trinken, damit sie, ja, nicht sterben. Und es gibt so ein Immunsystem. Wert von 50 ist, ja, normal, da passiert nichts. Wir können uns aber auch mit Krankheiten quasi infizieren, wenn wir beispielsweise jetzt hier dreckiges Wasser trinken. Und dann würde das Immunsystem ein bisschen nach unten gehen. Und das könnten wir dann aber mit Antibiotika, Alkohol oder sowas wieder aufpushen. Ich trinke mal erstmal nicht. Come on, run to the position. Bin ich doch. Come on, run to the position. Okay, I can pass through here, but you can't be seen. Crawl to the other side, so the soldiers won't see you. Go prone, now. Go prone, now. Ja, also neben Rennen und Schleichen gibt's also auch Kriechen. You harder to see from below or you see far safer behind cover. Ja, cannot while crawling, cannot only, you can only shoot what you see. Activate the skills spacebar or go prone. Okay, also mit get down on your belly now. Der Typ geht mir permanent auf den Sack. Ready. You need to get down on your belly now. Okay, also mit Leertaste können wir uns theoretisch hinlegen. You need to get down on your belly now. Okay, gut. You need to crawl as far as you can. Können wir mal hier hingucken. Also, ja. Hier sehen wir auch die Sichtkegel. Und da sehen wir es auch eingefärbt. Ist so ein bisschen wie bei Desperados. Rot heißt, da wird man immer gesehen. Und das Weiße bedeutet, dass man da... I will. Ja, ja. Dass man da nur gesehen wird, wenn man wahrscheinlich steht. Ich weiß nicht, ob es ausreicht, wenn man da hockt. Aber wir prowlen oder wir kriechen einfach mal voran. And now the other one. Come on. You need to go to prone position now. Crawl to the position. It's great. I'm gonna meet you on the other side. Ja, ja. Unsuspicious whistling. Okay. It is time. The green soldiers are acting strange. Looks like behavioral reprogramming. These soldiers have been manipulated. Okay, also die wurden auch manipuliert, die Soldaten. And now the other one. Come on. Auch wahrscheinlich durch Gehirnwäsche oder so. Move to the position. Aber das juckt uns erstmal nicht. Wir müssen erstmal hier das Tutorial ein wenig überstehen. Okay, I guess we can't sneak past that guard. Shoot him. But let me get out of the way first. You need to get up to do this. In order to shoot an enemy, you need to have a line of sight to the target. All enemies who can be targeted have a health bar. Ja, ist der Strich oben drüber. And a hit chance. Ah, wir können sogar aus oben auf Fass verschießen.
over their head. Most weapons allow you to select the body part you want to target. Go on and shoot the soldier. It is time. It is time. Also, wir werden uns erstmal. Nee, nicht hinstellen. Ich würde mich gerne hin. Okay, dann stehen wir mal auf. Come on. Run to the position. Wenn ich da hinrenne, habe ich ja keine APs mehr. Come on, run to the position. Ah, okay. Shoot the guard's leg. Okay, shoot. Aufs Bein schießen sollen wir. Und treffen 100%. And now the other one. Come on. Okay, stehen wir auf. Run to position. Run to position. Wir rennen. Target his body. Shoot him now. Und schießen auf seinen Körper. Treffer auch zu 100%. Bang. Okay. Ja, dafür, dass hier geschossen wird. This needs to work now. You increase your aim until you have a 100% hit. Then shoot him in the head. Wow, okay. Also, dafür, dass jetzt geschossen wird, laufen die Wachen hier ganz entspannt erstmal lang. Also, wir können, wenn wir Einzelschüsse haben oder, ja, hier Feuerstöße, mehr Aktionspunkte verbrauchen, um quasi genauer zu zielen. Das geht mit der rechten Maustaste zum Glück noch. Das haben sie übernommen. With full auto weapons, you can spend more action points to hold the trigger longer. Starting in more bullets, shot at the target. If aiming a shot or bullets is possible, the hand is shown. Okay, also. Wir ziehen auf ihn. Mit der 5. Nein. Ach so. Okay, die Zahlen sind nicht verwirrend. Also 1 ist schießen. Also nicht verwechseln oder nicht irritieren lassen, was da drüber steht. So, dann rechtsklick. Ach so, wir sollen auf den Kopf schießen. So, 100%, indem wir aber auch ein paar mehr APs verbrauchen. Rechts sehen wir es übrigens. Rechts unten bei Aim. Ja, 4 Stufen und da sehen wir darüber die Anzahl der APs. My ammunition is no more. You got him. But he already raised the alarm. You'll need to escape through the sewer exit. Here's an old radio. I can reach you with it, but you can't talk back. I'll try to stay in touch. Remember, I helped you. But now, run. Run! Adrenaline is surging. Every time your character feels pain, kills an enemy or gets pushed up by drugs or alcohol, the adrenaline level goes up. Also die gelben Felder unten links. For every 3 adrenaline, the mercenary receives 1 rage point. Okay. To spend on special skills. Adrenaline goes down over time. One merc just got his first rage point, so he could trigger one of his rage actions. Ah, okay. Also, wenn wir einen so einen Punkt haben, dann können wir hier so eine Dinger quasi benutzen. Beispielsweise Chi-Flow oder Chi-Heal. Aber wir rennen erstmal. Achso, auf Y, Entschuldigung. I'm ready. So, wir hauen erstmal ab. Jetzt dürften die Wachen, ja, so ganz entspannt kommen. So be it. So, wir looten ihn aber nochmal. Er hat dabei eine Beretta mit einem Schuss. Nehmen wir erstmal an uns. Und das ist nix. Good to go. So. It is time. Gut, dann hauen wir mal ab und gucken, was auf uns zukommt. We've done well. We've done well. Das also der Anfang von Jagged Alliance Rage. Wir haben uns erstmal befreit. More of these guys. Let's make sure they don't hear us coming. Let's go. This stench is killing me. Switch weapon and stealth kill. You can switch your weapons in your inventory or by pressing the X key. Or ja ja. If you want to perform a melee attack, then that can result in a stealth kill. If the enemy hasn't seen you before, you have to switch your weapons back to your fist. Switch now your weapons to melee and try to kill the soldiers without getting seen. So be it. Okay, also auf X gehen wir quasi wieder auf die Fäuste. Sehen wir hier unten? Na,
Und könnten jetzt sagen... Tiger Claw, 100%. Okay. Ich hoffe, wir schaffen noch beide. So, dann switchen wir auch auf sie. Der lebt noch, ne? Ready. Mist. Ich glaube, er wird aufstehen. Und haut uns. Naja, okay. War nicht ganz so clever, aber okay, egal. Interact with the world. When you hover your cursor over an object, you can interact with it. You can press left mouse button to perform. From that interaction menu, the body of the Death Thriller can be picked up and carried somewhere where his fellow soldiers can find him. Okay. Also, dann werden wir ihn erstmal durchsuchen. Oh, ein Toolkit. Das ist schön, ein Multitool. Können wir Schlösser mit öffnen. Und wir heben ihn mal auf. Okay, da liegt schon einer seiner Kompagnons. Drop carry buddy. Ja. Please. Da schmeißen wir ihn mal hin. I'm ready. So, der andere liegt schon unten, das ist okay. Wir werden mal wieder auf die Waffen gehen erstmal und schleichen. So be it. So. It is time. Here. Multitools. Genau. Sometimes you find. Okay, gut. Lockpicks, bla bla bla. Ich glaube, ich weiß so halbwegs, wie Lockpicks gehen. Kann ich denn mit L die Blickrichtung ändern? Overwatch. So be it. Ah, okay. Kostet mich ein bisschen was, aber okay. Achso, ich habe die gar nicht gelootet. Also den anderen. Das machen wir nochmal ganz kurz. Auch ein Toolkit. Ein Multitool. Okay. Dann sollten wir vielleicht mal... Alter, ist das eine Reichweite zum Looten. Wahnsinn. Let's go. So, gehen wir auch wieder auf die Waffe. Gehen vor die Tür. Wenden die Runde. So be it. Und usen oder benutzen das Lockpick, den Herr Dietrich. Using inventory items. You can also interact with items you pick up. Items from death soldiers and or containers sitting around. Open your inventory with the I key and right click to use. Or use. Grab bottles on the table, open your inventory and drink the water. Okay. Mal ganz kurz. Die Ente schmeiß ich mal weg. Kann ich Sachen droppen? Da, drop item. Weil die Badeente brauchen wir nun wirklich nicht. Gut, dann werden wir mal uns hier zu den Sachen begeben, die Wasserflasche aufnehmen. Das gleiche machen wir mit ihr. Auch sie nimmt sich eine Wasserflasche und auch gleich die andere. Und Inventory, Rechtsklick, Drink Water. So, 4 Punkte. That water helped. Okay, jetzt ist der quasi Buff weg und wir haben 8 von 10. Let's go. So, bei ihm genau das gleiche. Water restores my body and spirit. Okay, wir haben einfach gar keine Munition gerade. Das ist natürlich ärgerlich. Aber immerhin sind wir wieder fully refreshed. Let's mit go. Water. It is time. I'm ready. So. Let's go. Dann positionieren wir uns mal hier. Wenden die Runde. Ich will aber mit frischen Aktionspunkten eine Runde starten oder den Raum starten. Leaving the area. If all hostiles are dead and the main map object, oben rechts, objectives are completed, you can leave the map via the exit zone or via the pause menu. If one of your mercs become unconscious, oh Gott, Entschuldigung, during the battle, one of the teammates has to carry him or... The exit zone. No woman or man must be left behind. Okay. Okay, I'm in. Gibt's ja eigentlich noch Sachen, die wir öffnen können? Okay, dann gehen wir mal in die Exit Zone. Ach, ich drücke immer falsche Maustaste. Here. Y.
Aber eine Sache werde ich noch machen. Und zwar werde ich mich mal ein bisschen heilen. Wie kann ich das machen? Ich würde mich gern heilen. Apply Dirty Bandages. Machen wir mal. Not applicable. Okay. Nicht usbar. Achso, während man sich ausruht, heilt man. Okay. So be it. Gut. Good job, everyone. Area completed. Mal gucken, ob wir jetzt rauskommen oder ob wir immer noch in der Kanalisation sind. Aber das werden wir in der nächsten Folge erst erfahren von Jagged Alliance Rage. Das war die erste reguläre Folge. Hoffe, es hat euch erstmal gefallen. Und dann lassen wir uns alle überraschen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Bis dahin, haut rein, ciao und tschüss.